Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe ein Paket von Waterdrop bekommen und wollte euch einfach mal so zeigen, was ich bestellt habe. Und des Weiteren wollte ich euch einfach mal meine Erfahrungen in den letzten 4 Monaten mit Waterdrop erzählen. Ich würde sagen, wir gucken aber erstmal in das Paket. Ich habe schon ein paar Mal seitdem wieder mal was neu bestellt und ja, mal ein paar Drops bestellt. Ich habe mir auch von den Punkten, die man im Shop sammeln kann, auch eine Glasflasche bestellt und auch die Kiste, die große, wo man die Drops reinmachen kann. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich euch da gezeigt hatte. Ich glaube sogar, diese Kiste hatte ich euch gezeigt. Naja, egal. Wir gucken jetzt mal hier rein. Ja, ist so verpackt. Ja. Sehr, sehr stabile Kartons. Und so sieht das aus, wenn man es aufmacht. Was immer dabei ist, ist halt diese ja, Karte, Broschüre. Diesmal allerdings nicht auf Deutsch. Also ich habe das auch, als diese neue Sorte Love rauskam, dass das einmal auf Englisch drauf stand, dann habe ich es auch immer auf Deutsch bekommen. Manche haben es in einer ganz anderen Sprache. Also hier ist es irgendwie auf Holländisch würde ich jetzt mal tippen. Ja, aber auf jeden Fall, hier sieht man halt, welche Sorten das sind. Das ist immer dabei. Das ist auch das erste Mal, dass ich das nicht in Deutsch bekomme. Ja, ich bin sehr gespannt, denn es ist Glas dabei, ob alles gut heile angekommen ist. Das Paket wurde nämlich zugestellt in einer Zeit, wo ich nicht da war und hat 24 Stunden im Flur bei uns gestanden und auf mich gewartet. So, gratis dazu gab es eine Tasche. Ich weiß jetzt gar nicht genau, das müsste Love sein. Ja, ich hatte einfach den Bestellwert erreicht und dann kann man sich meine Tasche aussuchen. Ich habe jetzt Love genommen, ich habe aber auch schon ein paar andere. Kosten sonst, glaube ich, so 13,50 oder sowas. Und ich habe, wie gesagt, schon einige davon. Ich muss gerade mal gucken, ob das eine Wendetasche ist. Ich habe nämlich auch welche dabei, das sind Wendetaschen. Ja. Weil bei den Taschen, die es nämlich keine Wendetasche ist, nee, bei den Taschen, die eine Wendetasche ist, so, ist hier extra nochmal so ein Ding für die Flasche, wo man die Flasche reinmachen kann. Und das habe ich hier nicht, das heißt, man kann die also auch wenden und man könnte die einfach so mitnehmen. Gibt aber auch ganz viele Näherinnen da draußen, die nähen sich aus den ganzen Taschen, die sie dann haben, auch. Masken und kleine Täschchen für Drops und so weiter und so fort. So, wir gucken erstmal uns die Drops an. Ich habe nochmal nachbestellt. Wipe habe ich letztes Mal aber auch nochmal bestellt. Das war ja eine Limited Edition, eine Sommeredition, die geht raus. Viele wünschen sich, dass es mit aufgenommen wird ins Sortiment. Mal gucken, ob Waterdrop das umsetzt. Mit Physalis, Rosmarin und Pfefferminze finde ich sehr, sehr lecker. Ja, einfach auf Vorrat. Und die sind, mal gucken, wie lange haltbar, bis Mitte nächsten Jahres. Also. Dann habe ich nochmal Love bestellt. Ja, das ist die Sorte, die gab es schon mal. Dann ist sie rausgegangen und jetzt ist sie wieder da. Die sind jetzt zum Beispiel alle bis 31.07.21 haltbar. Und momentan trinke ich relativ viel Waterdrop, oder was heißt viel? 2 Drops pro Tag. Aber ja, das geht immer an. So, dann habe ich bestellt. Und zwar habe ich ein Set bestellt aus den folgenden Dingen. Wenn ich es dann aufkriege, dann zeige ich es euch auch. Ja, und zwar habe ich ein Set bestellt, da waren mehrere Dinge dabei. Unter anderem Strohhalme, Glasstrohhalme. Hier steht jetzt nicht Waterdrop oder so drauf. Ich habe ja diese Becher aus der Wipe Edition. Diese Edelstahlbecher, ich finde die total super und habe da drin die Nero. Ja. Strohhalme. Die sind allerdings aus Edelstahl. Und hier ist auch direkt ein Bürstchen bei, auch mit rosa. Ich habe schon eins, das werde ich mir also einfach in Vorrat legen. Aber ich trinke ganz gerne aus Strohhalme und Strohhalme, die wiederverwendbar sind, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Also einmal die Strohhalme. Dann. Den Karton gar nicht auf.
Also der Karton ist sehr gut zu. Und ich finde es auch gut. Waterdrop verpackt nichts mit Plastik. Wirklich alles mit Papier. Das finde ich gut. Und die Verpackung kann man auch teilweise ziemlich gut weiterverwenden. Also der Karton zum Beispiel, den kann man super nochmal für irgendwas verwenden. Ja, und zwar habe ich mir bestellt, wie gesagt, das war ein Set. Unter anderem aus den Strohhalmen und den Gläsern. Die habe ich ja schon als Edelstahlgläser. Mal gucken, wie schnell mir die kaputt gehen oder beziehungsweise hoffentlich auch nicht. Die sind halt so roséfarben. So könnt ihr es ganz gut sehen. Und ja, ich finde, die sehen einfach gut aus. Die haben eine tolle Größe. 330 ml passen da rein. Ja. So. Also da sind halt zwei Stück drin. Die andere sieht genauso aus. Und das letzte, was in dem Set dabei war, war das hier. Also die Verpackung kann man wirklich super weiterverwenden. Und zwar ist das die Glaskaraffe. Also alles aus der Love Edition. Die Strohhalme, die Gläser, die Karaffe. Hier habe ich schon auch von einigen gehört, dass die schnell kaputt gegangen sind. Also in dem Set waren übrigens auch hier drin, ne? Die Drops. Die, das Einzige, was ich separat bestellt habe, waren wirklich hier die Wipe. Die vier Love waren dabei, die Strohhalme, die Gläser und halt die Karaffe. Hier ist auch nochmal das Waterdrop-Symbol. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel da reingeht. Und dann ist einfach hier ein Bambusdeckel, der liegt aber nur auf. Auch hier nochmal das Logo. Ja, ich habe halt hier eine Flasche, die ist von Two Fruits. Die hat aber einen Schraubverschluss. Die kann man halt gut einfach in den Kühlschrank stellen, einfach kühl stellen. Jetzt, wenn es sowieso nicht mehr so kalt ist, kann ich mir die gut einfach in der Küche vorstellen, dass ich mir jetzt einfach da reinmache. Auf jeden Fall wollte ich ja noch eine haben und ich habe sowieso keine Glaskaraffen. Also ganz praktisch. So, ich habe aber noch was. Lass mal gucken. Alles wieder verstauen, dass mir hier nichts umfällt. Und das habe ich von meinen Punkten eingelöst. Das wollte ich unbedingt haben. Fürs Wohnzimmer. Weil ich habe halt hier im Wohnzimmer einen kleinen Kühlschrank stehen. Und da habe ich halt immer eine Karaffe mit Wasser drin. Und dann muss ich nicht immer in die Küche gehen. Und das ist diese Präsentationsbox. Und die habe ich halt, wie gesagt, von den Punkten eingelöst. Sieht auch ganz hübsch aus. Ist nicht so groß. Man kriegt trotzdem welche unter. Und die werde ich mir einfach auf den Tisch stellen. Oder auf den Esstisch mal gucken. Und werde da welche reinmachen. Ja, das war das, was ich bestellt habe. Glassachen lasse ich jetzt mal aus dem Bild raus. Übrigens, wer es interessiert, welche Geschmacksrichtung das ist. Granat, Apfel, Goji-Beere und Shisandra. Schmeckt super, super lecker. Also ich finde es zumindest das lecker. Ja, ich wollte euch ja noch ein bisschen von meinen Erfahrungen mit Waterdrop erzählen. Ich habe das jetzt 4 Monate in Gebrauch und ich trinke es nach wie vor noch. Ich trinke sogar, würde ich sagen, aktuell etwas mehr als sonst. Gut, jetzt war es auch super heiß. Ich mache mir also meine aktuelle Glaskaraffe voll mit einem Drop. Das sind ungefähr 600 bis 700 Milliliter. Da mache ich auch, wie gesagt, nur einen Drop rein. Für mich muss der Geschmack da jetzt nicht so stark sein. Und die passen auf zwei meiner Edelstahlgläser, die sind, wie gesagt, genauso groß. Da passen 330 ml, verteile ich das und da habe ich zwei volle Gläser. Das heißt, so 600 bis 700 ml, je nachdem, wie voll ich die Flasche mache, hat da eine Flasche. Aktuell, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, wie aktuell, habe ich halt Urlaub.
Da trinke ich zwei Karaffen plus halt Milch, Kaffee, Kakao. Ja, auch mal Cola und ja, auch mal Eistee. Also das trinke ich nach wie vor noch, aber gerade in den letzten Tagen versuche ich schon mindestens anderthalb Karaffen zu trinken. Einfach, ich will mehr trinken als das, was ich vorgetrunken habe. Ich habe vielleicht vorher halben Liter, anderthalb Liter getrunken. Und das hat sich schon verbessert. Ja, ist auf jeden Fall mehr geworden. Ich muss auch direkt mal einen Schluck trinken. Zu viel gequatscht. Ja, ich trinke auf jeden Fall mehr. Ich trinke auch mehr Wasser. Ich mache das ausschließlich mit stillem Wasser, nicht mit Sprudelwasser. Kann man aber natürlich auch machen, wenn man das lieber mag. Ich trinke aber schon eigentlich immer lieber stilles Wasser als Sprudelwasser. Und ja, also ich habe da auch mittlerweile meine Lieblingssorten. Das sind unter anderem die beiden, die ihr hier sehen könnt. Das ist Wipe Love. Ist fest im Sortiment jetzt mit drin. Finde ich super. Dann meine Lieblingssorten sowie Focus und Zen. Das ist hier dieses hellgrüne. Und Focus dieses grüne. Das sind meine vier Lieblingssorten. Ist nicht so, dass ich die anderen Sorten gar nicht mag. Also Clean habe ich nicht probiert. Weil das ist mit Brennnessel und das mag ich sowieso nicht. Und mit Kräuter ist eh nicht meins. Aber ich muss nochmal einen Schluck trinken. Entschuldigt. Wie gesagt, Wild, Love, Focus, Zen. Meine Lieblingssorten, die ich wirklich am allerliebsten mag. Und ich bin nach wie vor von dem Konzept überzeugt, was Waterdrop da macht. Ich habe jetzt auch schon Erfahrungen erlebt. Der eine hat Waterdrop probiert und dem hat es überhaupt nicht geschmeckt. Die fand es einfach nur ekelhaft. Meine Mutter zum Beispiel fand das ja, ist okay. Eine andere, die fand das total super. Also da gehen die Geschmäcker komplett auseinander. Ich merke aber auch, je mehr ich auf dieses Waterdrop gehe und je weniger Cola und so weiter ich einfach trinke, dass mir halt Cola, wenn ich das dann mal trinke, das ist dann was Besonderes. Es schmeckt dann halt auch lecker und ja, man lernt einfach wieder dieses normale Wasser zu schätzen. Das Wasser mit so wenig Geschmack, wenn man überlegt, die ganzen Babybreis, da ist ja kein Zucker, nichts drin, kein Salz, nichts. Und was wir dann heute essen und wie wir es würzen und so weiter, das sind halt Welten dazwischen. Welten. Und ja, ich lerne das immer mehr zu schätzen. Versuche halt immer weiter weg zu gehen von Cola und Co. Werde ich nie aus meinem Leben streichen. Das wird immer dazugehören, weil ich auch Cola auch besonders gerne immer mal trinke. Ja, also nach wie vor bin ich überzeugt von dem Konzept. Trinke es nach wie vor und werde es auch weiterhin. Hab einen schönen Vorrat angelegt. Waterdrop geht mir auf jeden Fall nicht aus. Ja, das sind wie gesagt jetzt auch meine neuen Produkte gewesen, die bei mir eingezogen sind. Die Dose werde ich gleich mal befüllen. Und dann werde ich mir erstmal gleich einen großen Schluck genehmigen. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!